Herzlich willkommen, wir sind auf dem Fender. Wer nicht weiß, wo das ist quasi am Bodensee und dann Richtung Österreich berghoch. Bei mir ist der Mann, der keinen Nachnamen mehr besitzt. Nee. Olli, im Auto mit Olli. Ja, wir haben ja heute Full House, ja. Wir haben nicht nur Olli dabei, man muss es vielleicht erklären. Timo, vielleicht kennt ihn so der ein oder andere, der ist mal durchaus erfolgreich Rennen gefahren, ne? Heute ist er nicht ganz so erfolgreich gewesen. Das lag wohl an der Belastung auf dem Rücksitz. Ja. Ich würde das gerne erklären jetzt. Also ein Reifen ist auf jeden Fall nicht mehr so ganz mit Luft befüllt. Deswegen sitzen wir jetzt in was für einem Auto, Olli? VW T6 mit Leistungssteigerung aus dem Hause hier. Diesel. Ja. Aber er trägt den wunderschönen Namen, die Schwarze Legende. Und die Schwarze Legende, ich sag's jetzt mal so, die kehrt immer nach Hause. Simon haben wir noch dabei. Ja. Simon macht Pressemarketing für Witz vom Olli. Ganz wichtige Posten. Ich glaube, wir sehen uns öfter als altes Ehepaar. Wir sehen uns eigentlich täglich. Ja. Also wenn einer nah an dir dran ist, dann ist das Simon. Ja. Und ganz hinten versteckt sich Philipp, der will nicht gesehen werden. Olli, bringst du uns heil von diesem Berg? Ja, soll ich ein bisschen driften? Ja. Bitte nicht! Ich war jetzt mal ganz sachte. Das Geläuf hier soll recht kritisch sein. Ja. Fahr da nicht lang. Ich fahr ganz langsam mit Bedacht. Vielleicht sieht man das auch irgendwann, kommen wir an unserem schwarzen Freund vorbei. Der erwartet, dass er abgeholt wird. Wunderschönes Wetter, schneebedeckter Parkplatz, unten drunter spiegelglattes Geläuf, wird der Rennstallbesitzer sagen. Und jetzt alle mal ganz freundlich. Wir sagen tschüss. Gemeinsam tschüss. Ja. Olli, erzähl doch mal ein bisschen, wo du herkommst, was du tust. Also, ganz klassisch, also nicht ganz klassisch, ich komme aus Pforzheim, bin in Pforzheim geboren, vor ziemlich genau 55 Jahren und habe eine ganz normale Ausbildung und eine normale Laufbahn gemacht, habe Lehre, also Grundschule, Hauptschule, Lehre als Maler, Meisterprüfung als Maler und dann Selbstständigkeit und dann kam vor 7 Jahren ein Freund von mir, der in Neuseeland lebt, hat mir per WhatsApp geschrieben, Olli, erzähl mal einen Witz, in Neuseeland kann das keiner. Und in der Zwischenzeit, also jetzt seit ziemlich genau 2 Jahren, trete ich auf mit dem Format Witz vom Olli. Grüß Gott, ich bin da gerade über einen großen Stein gefahren, ich weiß nicht, ob das ein gutes Omen ist. Ich senke mal die Raumtemperatur ab, sicherheitshalber. Ist mir gerade schon ein bisschen heiß geworden. Und jetzt toure ich durch ganz Deutschland, auch Österreich, Schweiz, mit meinem Comedy-Programm Planlos durch die Nacht. Erzähle Witze, erzähle aber auch Autobiografisches aus meinem Leben, wie sich mein Leben verändert hat. Letztes Jahr habe ich meine A-Lizenz gemacht, durfte auch das erste Mal in einem TCR-Auto selber fahren, zumindest mal Taxifahren machen. Habe jetzt vor, wenn es gut läuft, dieses Jahr auch mal als Gaststarter im TT Cup, Audi Abt, also früher hieß es TT Cup, heute heißt es ein bisschen umständlicher, Audi Abt TT Cup oder Abt Audi TT Cup. Also es ist auf jeden Fall ein Audi, es ist ein TT. Und er, ja. Also es ist übrigens im Rahmen der GT Masters. Ja, ist das so? Ja. Ist hier jemand drin? Ja, genau. Ja. Da fahren bestimmt viele Rennen. Ja, das soll es ja. Wir wollen ja keine Namen nennen, aber eine sehr stark besetzte Serie, nicht nur der TT Cup natürlich, im Besonderen der ADAC, die ADAC GT Masters. Und ich bin ein sehr Motorsport- und sehr autoaffiner Mensch und das Witze im Auto erzählen war aber trotz alledem ein purer Zufall, weil ich ein sehr pünktlichkeitsliebender Mensch bin und zu meinen Terminen immer eher ein bisschen früher dran bin, habe ich halt die Zeit genutzt, wenn ich im Auto saß und gewartet habe, bis der Termin losgeht, habe ich dort meine Witze erzählt. Und in der Zwischenzeit ist das ein regelrechtes Format. Witz vom Olli wird aber erweitert um das Format Witze-Ping-Pong mit Olli.
ich will jetzt keine Namen nennen, aber namhafte. Rennsportfahrer. Legenden. Alles so alt bin ich doch nicht. Sitze mit mir im Auto, aber auch ganz normale Menschen wie du und ich, also nicht als Rennfahrer oder Sportler, Fußballer, Handballer, Eishockeyspieler, alles was so auf der Agenda steht. Einfach Fans, die ich mir ins Auto hole und mit denen ich gemeinsam ja, so ein kleines Interview mache, auch ein bisschen erzähle, Lebensgeschichte und natürlich auch Witze. Jeder darf seine Lieblingswitze erzählen, ich erzähle meine Lieblingswitze. Und ja, das erweitert sich unglaublich und es macht mir mega Spaß, auf die Art und Weise erstens mal rauszukommen, zweitens aber auch Menschen kennenzulernen, mit denen man sich im Humor vereint, sagen wir es einfach mal so. Im Grunde genommen machen wir das jetzt schon, ja? Wir fahren durch die Gegend im Auto, genau. Nur Witze erzählen tut noch keiner. Ja. Vor allem keine über Reifen, oder? Genau. Gibt es da überhaupt was? Gibt es irgendwas mit einem platten Reifen? Also ja. Timo hat vorhin einen erzählt. Ja, da gibt's einen. Genau. Wo die zwei Blondinen im Auto sitzen und plötzlich fährt eine über einen spitzen Stein und sie hören unsäglich hässliches Geräusch. Und die eine steigt aus, nachdem die Anna angehalten hat. Und dann steigt sie aus und guckt und sagt, du, der Reifen ist platt. Dann guckt die Anna nach und sagt, ja, so viel gar nur ohne. Ja. Warum sind wir denn nicht weitergefahren mit dem Auto? Ich verstehe es nicht. Ja, aus dem einfachen Grund, wir haben jetzt das gemeinsame Erlebnis der Bergabfahrt bei wunderschönem Wetter. Rechts ein Baum, links eine Bäumin, also was da unten das Meer, die See. Ja, also wie gesagt, das... Es berührt das Herz. Es berührt das Herz, ja. Das heißt, eigentlich bist du völlig zufällig Comedian geworden? Absolut, ja. Es war tatsächlich ein Zufall. Mich hat bei einem Interview ein Reporter gefragt, ob das Ganze geplant war. Dann habe ich gesagt, also ob der Erfolg geplant war, das war die genaue Frage. Dann habe ich gesagt, sieh, also wenn es planbarer Erfolg ist, dass ein Pforzheimer Malermeister im Auto sitzt, Witze erzählt, die er selbst schon kennt und da dabei so lacht, dass man den Witz eigentlich gar nicht versteht, wenn das planbarer Erfolg ist, dann war es geplant. Dann kam die Antwort, da hat er gesagt, ich nehme die Frage zurück. Nee, es war ein absolutes Zufallsprodukt, weil ich ja am Anfang die Witze nur per WhatsApp an meine Freunde geschickt habe und die aber dann sukzessive angefangen habe, die Witze weiter zu verbreiten an Freunde, an Familie, an Verwandte, an Bekannte, an Geschäftskollegen. Und plötzlich ist es dann, wie gesagt, vor 3 Jahren circa, ist dann explodiert. Durch einen Witz, in dem ich mich politisch ein bisschen unkorrekt geäußert habe, da habe ich auch mitbekommen, was es in der digitalen Welt heute bedeutet, wenn man mal übers Ziel rausschießt. Also ich will das nicht schönreden, es war politisch unkorrekt und ich mache das auch nicht mehr. Aber da habe ich erst mal merken müssen, weil ich bin ein Mensch, der aus der analogen Welt kommt wie sich das plötzlich digital verhält. Wenn man aus aller Herren Länder Zuspruch auf der einen Seite bekommt, aber auf der anderen Seite auch geprügelt wird. Und ich glaube, Timo, oder? Das geht dir nicht ähnlich, wenn du mal ein gutes Rennen hinlegst. Dann gibt es viele, die sagen, Timo ist der Unschlagbare, der Größte. Und wenn du mal über einen schneebedeckten Parkplatz fährst und... Du bist auch mal der Lacher des Tages. Ja. Das ist tatsächlich so, weil du einfach die Situation oft hast, du stehst in der Öffentlichkeit, du musst quasi oder bist angreifbar für die Öffentlichkeit. Mhm. Wenn du performst, alles super. Wenn du aber was Kritisches sagst, was Kritisches tust, wissen es alle besser, die da draußen sich hinter irgendwelchen Social Medias verstecken und die Anonymität haben, dann ist es oftmals eine Situation, wo du gerne reagieren würdest, aber dann aufpassen musst, dass du nicht die falsche Reaktion drauf bringst. Mhm. Und das ist in der heutigen Zeit echt schwierig. Lest ihr euch die Kommentare durch? Also liest du dir durch, wenn die Leute das nicht so gerne mögen, sage ich mal, was du machst? Ja. Da bin ich aber auch sehr, was heißt auch, da bin ich immer im Dialog auch mit Simon, weil da geht mir es wie Timo. Ich würde dann eigentlich gern schreiben und nicht rechtfertigen, aber ich würde gern dazu was schreiben. Aber eigentlich ist ja genau die Situation, die, dass die, ich sage jetzt mal, Kritiker
genau das wollen, die wollen eine Reaktion und auch damit wahrgenommen werden. Und deshalb ist eigentlich der normale Fall, dass man gar nicht reagiert. Aber ich hatte jetzt gerade vor kurzem die Situation, dass ein Fan von mir, Jan Lake oder Jan Like, DJ und Schauspieler, hat von mir auf seiner Facebook-Seite einen Witz hochgeladen. Der hat fast 1,3 Millionen Abonnenten. Spricht eine ganz andere Zuschauergruppe an als ich im klassischen Sinn. Also unglaublich viele junge Menschen. Und das Schöne war, es waren 1400 Kommentare, die habe ich alle gelesen. Okay. Es waren vielleicht 10 negative dabei, aber selbst die waren noch in einer Art geschrieben, wo ich sage, so kann ich mit leben. Ja. Und der Rest war einfach, die geschrieben, ey, der lacht so herzhaft und es macht Spaß, dem zuzusehen, wenn er Witze erzählt und dem zuzuhören. Der Witz ist nicht das Entscheidende, aber das Positive und die gute Laune, die da dabei zum Tragen kommt. Und es war wirklich eine echte Genugtuung, auch solche Kommentare zu lesen. Während, ich war mal bei SWR 3 Club Comedian, da gab es vielleicht von 100 Kommentaren waren 5 positiv und der Rest war absoluter Verriss. Mhm. Und, aber in einer Art und Weise, wo ich gedacht habe, ich habe den Leuten doch gar nichts getan. Ja, das ist, und das ist, da bin ich wieder, da spreche ich wieder aus meiner analogen Welt, wo ich sage, das würde dir so einer nie ins Gesicht sagen, in der Form, wie er es da äußert. Und das ist so für mich so ein Zwiespalt, dass ich sage, man hat ja die innere Bestrebung, man möchte es ja gerne so viel als möglich Menschen recht machen. Aber ich habe gelernt, in der Zwischenzeit zu sagen, denen kannst du auf gut Deutsch sagen, eh nicht helfen. Und so. Zum Akzent fällt mir gerade mal ein. Wir werden irgendwie immer oft gefragt, wenn wir das bei uns posten, ist das Schwäbisch, aber ist es ja gar nicht. Nee, es ist Badisch. Wobei, das hat schon so einen kleinen schwäbischen Einschlag, weil Pforzheim liegt ja mehr oder weniger auf dem halben Weg zwischen Stuttgart und Karlsruhe. Karlsruhe wird sehr deutlich badisch gesprochen, in Stuttgart natürlich Schwäbisch und so haben wir aus beide Ecken. So, möchtest du jetzt eigentlich... Mal meine Frau, die immer besser. Hier wohnt übrigens der Timo. Ja. Hallo, da steht der. Hallo, der kleine Mann auf dem Arm. Ja, hallo. So viel zum Thema zwischen Pforzheim und Karlsruhe. Ja. Willst du das Schlüssel hier abgeben? Ja, oder? Nee, ich fahre nach Hause. Okay, alles klar. Okay. Timo bleibt bei uns. Also, Timo hat, der Blick ist unbeschreiblich. Ja, einen wunderschönen Blick über den Bodensee hat der Timo. Aber ja. wir waren in Pforzheim. Ja. Zurück nach Pforzheim? Zurück nach Pforzheim. Also, der Akzent ist, wie gesagt, badisch mit dem leichten Hauch Schwäbisch. Und, aber ich bin da gibt es ja sehr, wie soll ich sagen, militantisch vielleicht falsch gesagt, aber es gibt so Extremisten bei den Badener wie bei den Schwaben und die da unglaublich viel Wert drauf legen. Aber ich bin da verhältnismäßig emotionslos. Wenn da einer aus Norddeutschland schreibt, ja, das ist ein wunderschöner schwäbischer Akzent, dann fange ich nicht an, den zu belehren und zu sagen, das ist eigentlich badisch. Dann gibt es Fans, die dann schreiben, das ist badisch, aber ich selber gehe da nicht drauf ein. Für manche ist das dann, da gibt es ja so extreme Badner, die sagen, oh, Hochverrat, warum beantwortest du den Kommentar nicht und sagst, das ist badisch? Nee, da bin ich recht. Da bist du entspannt. Bin ich entspannt. Okay. Ja. Vielleicht sollten wir mal kurz erklären, warum ihr beide euch eigentlich getroffen habt heute. Ja, bitte. Ja, Olli. Ja. Man fragt sich ja, ne? Auf einmal sitzt der Timo mit im Auto. Ja. Gut, außer der Tatsache, dass der Reifen platt ist, ne? Ja. Was du erzählen dazu? Also, es sind natürlich zwei Dinge, die uns heute zusammengeführt haben. Das ist einmal das Thema, dass ich für mein Format Witze-Ping-Pong mit Olli oder Witze-Ping-Pong der Timo angeschrieben habe, beziehungsweise angerufen habe. Wenn mir das mal früher einer erzählt hat, 2007, 8, 9, als Timo DTM-Champion war, dass ich seine Handynummer habe, ihm anrufe und sage, du, treffen wir uns, um im Auto Witze zu erzählen, hätte ich gesagt, ja, alles gut, nimm deine Tablette und geh früh schlafen. Nee, und es fand ich auch super gut. Ich habe zu ihm gesagt, bist du da dabei? Dann sage ich, ja, wenn es vom Termin her passt, überhaupt kein Thema. Somit bin ich den Weg hier an den schönen Bodensee, habe ich heute auf mich genommen. Und dann haben wir uns heute Morgen schon getroffen, gemeinsam gefrühstückt. Und dann saßen wir im Auto und haben ein bisschen Witze-Ping-Pong gespielt.
Könnt ihr auf jeden Fall sehen, auf Timos Kanal, auf meinem Kanal, Facebook, YouTube, das wird überall, weil es ist, ich will es mal so sagen, es gibt einen Augenblick. Ich will nicht zu viel versprechen. Da macht der Timo aber ganz große Augen. Aber ganz große Augen. Ja. Allein schon aus dem Grund ist es wert, es mal zu sehen. Das nächste Thema ist natürlich, dass eigentlich geplant war, dass ich in einem Audi S4 sitze. zu dem wunderschönen Format von Autobild im Auto mit. Ja. Hat sich irgendwie... Hat sich anders ergeben, ja, oder? Im Format ist Luft ausgegangen, so wollen wir es mal sagen. Und insofern sitzen wir jetzt zu fünft. Das heißt jetzt nicht mehr im Auto mit, sondern im Bus mit. Im Bus mit, genau. Ja, und kennengelernt haben wir uns beim DTM-Finale 2016 über einen gemeinsamen Freund, über Kevin Stroschenk. Und irgendwie haben wir Gefallen aneinander gefunden. Wir sind ja beide sehr, sehr bodenständig, authentisch und deshalb ging das auf einen kurzen Weg. Ja. Du bist ja hier bei Autobild, deswegen muss ich natürlich auch noch ein paar Autofragen beantworten. Ja. Da spicke ich mal ein bisschen. Oldtimer oder Neuwagen? Neuwagen. Weil? Ich bin so ein Technikfreak. Also wenn ich jetzt aktuell bin ich jetzt gerade Probe gefahren, das wird vielleicht sogar meins, der neue RS4. Die Leistung, die Verarbeitungsqualität, die Fahrdynamik, Neuwagen. Neuwagen. Ja, eindeutig. Okay. Und der Geruch. Ja, RS4 beantwortet fast schon ein bisschen die nächste Frage. Lieber Zweisitzer oder lieber Platz? Lieber Zweisitzer. Ja, dann musst du aber Ich will nicht zu viel verraten. Also ich sage jetzt mal 4 Sitzer. Na gut. Handschalter oder Automatik? In der Zwischenzeit Automatik. Ja. 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 Also ich habe der erste R8 im Pforzheim gehabt als Schaltgetriebe und bin danach dann auf einen 911er umgestiegen mit PDK. Und es ist halt, wenn man sportlich auch im Schwarzwald oder auf der Rennstrecke unterwegs ist und man hat beide Hände am Lenkrad, es ist einfach kontrollierter. Hinterradantrieb oder lieber Allrad? Hinterradantrieb, gut. Motor vorne oder lieber Motor hinten? Motor in der Mitte. So. Lieber Leistung oder lieber Luxus? Lieber Leistung. Lieber Leistung, ja. Okay. Auch sehr gut. Schwarz oder weiß? Weiß. Aber du fährst in einem schwarzen Auto. Ja, das Auto heißt die schwarze Legende. Das passt zu dem Formatwitz vom Olli. Schwarzes Auto mit rotem Logo. Aber mein nächstes sportliches Fahrzeug wird weiß. Okay. Und die anderen davor waren auch alle weiß. Auch eine Frage, die... Eine kleine Frage, die sich fast mit dem Logo hinter deinem Kopf erübrigt. Lieber Tuning oder lieber Serie? Lieber Tuning, eindeutig. Okay. Selber machen oder Werkstatt? Werkstatt. 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 Gut. Ich bin ja selber Handwerksmeister und da erlebe ich auch immer wieder Dinge, wo ich sage, und es ist egal, ob das jetzt in meinem Malerbereich ist oder ob das jetzt ein Schreiner ist oder ein Metallbauer. Ich schätze Profis einfach und ein Auto ist halt so ein hochtechnisiertes Instrument, das geht nur mit Profis. Okay. Die nächste ist was für dich. Lieber zum Lachen in den Keller oder zum Weinen ins Auto? Boah, lieber zum Lachen in den Keller. Nee, lieber zum Weinen ins Auto. Lieber mit oder ohne Beifahrer? Also ist das hier deine Situation oder möchtest du eigentlich lieber alleine sein? Lieber mit Beifahrer. Ja? Ja. Auch ja. Wenn die ängstlich sind oder dir irgendwie sagen, wo du langfahren musst? Ich bin ein sehr vorsichtiger Autofahrer, wenn ich Beifahrer an Bord habe. Und es war, als ich dieses TCR-Auto gefahren bin, letztes Jahr auf dem Hockenheimring, für mich eine unglaubliche Herausforderung, schnell zu fahren. Also das erste Mal mit dem Rennauto auf Slicks, schnell zu fahren,
Menschen an Bord zu haben, für die ich verantwortlich bin. Ich war auch nach den 10 Runden war ich wirklich platt, richtig platt, weil es nicht nur eine körperliche, sondern auch psychische Anstrengung war. Aber trotz alledem bin ich unglaublich vorsichtig, weil das, wenn ich allein fahre, dann lange ich ein bisschen mehr hin, aber auch kontrolliert. Ich bin 5 Jahre Porsche Clubsportrennen gefahren da habe ich nie einen Unfall gehabt und ich bin trotzdem immer recht zügig unterwegs gewesen. Bist du mal mit Timo mitgefahren? Nee. Ich durfte mit dem Daniel Abt mal im DTM-Auto fahren letztes Jahr am Nürburgring. War beeindruckend. War beeindruckend. Ja. Also da steht im Zweifel noch ein Date aus. Ja. Ne? Ja, in der Tat haben wir in der neuen Sendung geradeaus, jawohl Olli, heute Morgen einen kleinen Deal abgeschlossen. Ja. Ich werde den Olli mal in einem Rallycross-WM-Auto mitnehmen auf dem Beifahrersitz und wir haben gewettet, dass er es nicht schafft, mir einen Witz zu erzählen währenddessen. Weil bei 600 PS Allradantrieb und einer Beschleunigung von 1,9 Sekunden von 0 auf 100 mit Schotter, mit Asphalt, mit Sprüngen, wird das sportlich dann einen Witz noch im Kopf zu haben. Ja, jetzt schon Hose voll. Hast du einen guten Magen? Weil ja, das könnte ja, schwierig werden. Ja, aber um den Magen machen wir keine Sorge. Es ist wirklich die schiere Beschleunigung und das, was ich von Timo schon gesehen habe, was er da anstellt, wenn er, also abfackeln muss das Auto nicht wegen mir. Ja. Nee, aber wenn ich das so sehe, dann weiß ich schon, was mir erwartet. Und ich kann mir es wirklich lebhaft vorstellen. Und ich bin ja mit der Motivation zum Daniel Abt ins DTM-Auto gestiegen, da einen Witz zu erzählen am Nürburgring. Und ich muss ganz ehrlich sagen, erstens mal war es da drin hölle laut. Und es war für mich faszinierend, das in der Geschwindigkeit live zu erleben. Da war ein Witzerzähler gar nicht zu denken. Und ich glaube, Timo hat sich was vorgenommen für mich. Und deshalb werde ich, wenn überhaupt, wird es einen Kurzwitz geben. Einen ganz kurzen, so nach dem Motto, die letzten Worte des Sportlehrers, alle Speere zu mir. Sehr gut. Wir sind gleich an Timos Auto. Dann haben wir es quasi unsere kleine Runde hinter uns gebracht. Aber vorher natürlich noch die letzte und entscheidende Frage. Punkte in Flensburg oder weiße Weste? Wow. Ja. Also ein Punkt wegen zu dichtem Ausfahren, ein Punkt, weil ich mit dem Geschäftsauto gefahren bin und habe die Freisprecheinrichtung nicht aktiviert gebracht und bin dann natürlich prompt an der Ampel von der Polizei angehalten worden. Ein Punkt wegen roter Ampel, aber nicht zu schnell, sondern weil ich wieder mit den Gedanken wo komplett anders war. Und zwei wegen überhöhter Geschwindigkeit, aber auch wieder auf dem Weg zum Auftritt. Also nicht als Raser, sondern wirklich in der Nähe von Braunschweig war Totalsperrung auf der Autobahn von der Autobahn 100 Fahrer Blitzer. Also vielleicht solltest du Simon fahren lassen. Simon, sag mal was zum Thema. Okay, dann müsst ihr euch den nächsten Fahrer anstellen. Das wird ja, ja, da sind wir schon. Ich sag vielen Dank. War mir eine Ehre. Vielen Dank. Ne? Du hast uns sehr gut hierher gebracht. Also sehr, sehr entspannt, sehr gut. Ihr beide seht euch noch beim Witze-Ping-Pong demnächst. Richtig. Ja. Bei Runde 2. Runde 1 haben wir schon hinter uns. Okay. Berühmte letzte Worte? Ja, also ich habe ein Lebensmotto und das ist in der Zwischenzeit für viele meiner Fans ein Lebensmotto geworden. Niemals, also gesund bleiben, niemals den Humor verlieren, sonst wird es bitte ernst und genauso ist es auch. Alles klar. Vielen Dank. Das danke war euch. Im Bus. Mit Olli. Ciao. Tschüss.